Das Tor der Demut zeigt den Eingang zur Basilika an. Mit einer Öffnung von 1,20 Meter ist es so niedrig, dass man sich bücken muss, um einzutreten. Die ursprünglichen Eingänge wurden deshalb verkleinert, um eventuellen Invasoren zu Pferd den Eintritt zu verwehren. Es hat noch heute eine symbolische Bedeutung für die Besucher, die sich klein machen müssen, um sich dem größten Geheimnis zu nähern. Der liturgische Raum mit dem Grundriss einer Basilika besteht aus 5 Schiffen, die durch eine Reihe von monolithischen Säulen mit Architraven voneinander getrennt sind. Der Fußboden aus der Zeit Konstantins, den man heute noch durch eine mit Holz verkleidete Bodenluke sehen kann, liegt ca. 80 cm niedriger als der gegenwärtige. Er ist ein herrliches, buntes Mosaik aus kleinen Steinchen mit vorwiegend geometrischen Motiven, außer einigen vogelartigen Figuren zwischen Voluten aus Akanthusblättern im Bereich des Achtecks. Zur heiligen Grotte kommt man über 2 Treppen an der Seite des Dreikonchienchores. Die ursprüngliche Form der Geburtsgrotte ist nicht leicht zu rekonstruieren. Der Haupteingang und der gegenüberliegende Ausgang, durch die die Pilger heute die Grotte betreten bzw. verlassen, sind wahrscheinlich zur Zeit der byzantinischen Basilika unter Justinian im 6. Jahrhundert festgelegt worden, um einer größeren Menge den Zutritt und das Gebet an diesem Ort zu ermöglichen. In früherer Zeit spricht man von einer kleineren Tür, die man in einem engen Gang gefunden hatte und die die Grabesgrotte des heiligen Hieronymus mit der Geburtsgrotte verbindet. Nachdem sie jahrhundertelang versperrt war, bewahrt sie noch eine Stufe einer Treppe, die den Zugang zur Frontseite der Grotte direkt vom Inneren der Basilika ermöglichte. Ein Mosaik zeigt ein heiliges Wort in griechischer Sprache auf, und zwar Fisch, Ichthys, Jesus Christus, Sohn Gottes, des Retters, nach der Interpretation, die die Urchristen gaben. Von dort ist das Licht der Menschen aufgegangen, o Christus, mein Herr, von dort ist die Verkündigung des Friedens für alle Menschen, die Gott liebt, ausgegangen. Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est. Hier ist Jesus Christus von der Jungfrau Maria geboren worden, erinnert der silberne Stern mit 14 Ecken. Die Krippe, in die Jesus gelegt wurde und die durch 2 Säulen gekennzeichnet ist, ist ein Altar geworden, wo Christus zu lebendigem Brot wird. Die Kreuzfahrer verschönerten die Basilika mit kostbaren Kunstwerken in Übereinstimmung mit der römischen und griechischen Kirche. Einige Reste davon sind im Presbyterium, im Hauptschiff und auf den Säulenschäften erhalten. Seit 1347 zelebrieren die Franziskaner anstelle der Augustiner die heilige Messe in der Basilika. Die Verehrung des Geburtsorts unseres Herrn geht auf die allererste christliche Gemeinde zurück. Die Pilgerin Egeria in ihrem Reisetagebuch und der armenische Legionär von Jerusalem geben Zeugnis von den Feierlichkeiten anlässlich der Epiphanie zur Eröffnung des liturgischen Jahres. Die anschließende Pfarrkirche St. Katharina, die die Franziskaner im Jahr 1882 auf einer vorhergehenden mittelalterlichen Kirche gebaut haben, deren herrlicher Bogengang noch erhalten ist, ist der Ausgangspunkt der täglichen Prozession der Ordensbrüder zur Geburtsgrotte und den anderen Grotten, die der christlichen Verehrung lieb sind. Die